So, ich bin zurück. Das Game ist mir gerade abgekackt. Zum Glück nach dem Rennen und zum Glück hat es auch schon gespeichert. Weil das war so ein geiles Rennen, ey. Und, boah. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch gehört habt, aber meine Hände haben so geschwitzt, ey. Ich habe meine Tage nur durch die Hand. Und, boah, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Oh, okay. I'm not amused. Ey. Kampfrennen. Im Kampfrennen musst du gegen die Uhr fahren und Gegner einholen und überholen. Sorge dafür, dass du in Führung bist, wenn der Timer abläuft. Ist ehrlich, ich hasse. Oh Mann, mein Wagen, der ist von hinten, jetzt kommt der Schrott. Boah, so bekommen war sicher. Die konnte ich mal richtig gut fahren, aber. Wieder reinführen. Gegner besiegt. Das Blaue, das ist unser nächster Gegner. Dabei habe ich sie raus. So. Ich habe allerdings keinen Timer. Ah, okay. Hab nichts gesagt. Das jetzt mal nicht abgefahren. Abgefahren geil war. Oh Gott, jetzt muss ich. Muss ich den nur abwehren, ey. Piss dich. Das getan. Also, das dürfte jetzt ein bisschen haarig werden hier zum Schluss. Das ist ja. Aber setz dich ruhig hin. So. Sehr schön. Nice. Sehr schön, so will ich das haben. So sieht unser Auto aus, hier einmal komplett hardcore vergewaltigt, aber naja. Und dieser schwarze Aston Martin, der hat was zu bedeuten. Mal gucken, welche Rolle der jetzt noch im weiteren Verlauf spielt. Und bitte nicht spoilern, ja, also ich weiß, viele wissen das und würden das jetzt gerne reinschreiben, aber nein. So. Weiter geht's. Boah, ich finde unseren Nissan voll geil irgendwie. Ja.
Okay. Etappe 2 haben wir geschafft. Nationalpark. So, Challenge-Serie, Profilsymbol. Okay. Mucke ist geil, finde ich. So, nächste Etappe, ja. Sind ja mitten im Part. Death Rally. Oh. Oh. Zurückgelegte Distanz 302 Kilometer. Panamint Rally. Was er fährt da und in der Zeit haben wir jetzt schon 4 Leute überholt. Boah, anderen zu stehen. Da sind schöne Autos mit bei, muss ich sagen. Sorry, Kollege. Mal ein bisschen die durchcatchen. Alter Vater. Nee, 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 nee. Ich finde Wüstenstrecken eigentlich total geil. Also, ich weiß, es war jetzt ein Fehler, das zu sagen. Wahrscheinlich würde ich das jetzt sagen. Ich hab's super bereuen. Das ist schön. Geil. Der LKW kam jetzt super. Ich habe eine Abkürzung. Ja. So, 3 Positionen. Strecke, auch gut. Alter, was muss jetzt kommen, wo ich ihn auch richtig. Jetzt kommt von hinten einer. Arsch. Ich hab sich da jetzt alle 3 schön gesammelt. Das gefällt mir an sich sehr gut. Meilig überholen. Boah, sexy, ey. Jetzt muss ich das. Boah, geil. Boah. Sweet. Baby, sweet. Jetzt mit Vollnitro hier. Boah, wir fahren mit 300. Ey, mit 300 fahren wir einfach mal so. Nice, gefällt mir. War ein schönes Rennen. Hat mir gefallen. Alter, jetzt schwitzen mir die Hände dabei. Hardcore. Den Lappen zu liegen. Muss ich jetzt mal hier meine Hände abtrocknen. Fahrerstufe 5.
kannst jetzt mit aggressivem Fahren dein Nitro aufladen. Fahren im Gegenverkehr, bei Nahunfällen mit anderen Fahrzeugen, Driften, Abkürzungen nehmen. Oh, endlich, ey. Mit ordner Zeit. So viel, wie ich jetzt hier im Gegenverkehr gefahren bin. So, wie siehst du mit der Zeit aus? 10 Minuten? Ah, geht noch was hier. Ich muss zwar nach jedem Part immer wieder was trinken, damit das durch die Hände wieder rauskommen kann, aber... Sehr schön. Sehr schön. Nächste Location. Junction Road. Oh Gott, ey. Oder Junction RD. Lass mich raten, Zeit gut machen. Ey, Kampf durch den Sandsturm. So. Wie viel Gegenverkehr hier kommt. Wir bis jetzt allerdings noch recht wenig hatten, was die Polizei, wenn euch das mal so aufgefallen ist. Spielt hier ja auch mit. Und das verwundert mich fast. Halt das Berg, Berg, Berg. Jetzt. Super mega knapp, ey. Alter. Der LKW war jetzt spannungsaufbauend. Alter. So. Position 159. Wie ich hier wirklich nach jedem Rennen meine Hände abtrocknen muss. Hardcore. So, 13 Minuten, ja. Wie gesagt, 15 bis 90 Minuten geht ein Part. Also kann man noch was machen hier. Ich bin jetzt voll geil hier auf das Game. Ah, ich würde es jetzt am liebsten noch mehr spielen. Old Spanish Trail. Cavada Springs. Okay. Wie ich sagen muss, die Wüstenstrecken sind echt geil. Acht Position. Oh, hier wären Zeit drin, mal richtig geil. Das war Nitro-Tank. Boah, hatte ich. Boah, reiß dich mal zusammen, ey. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Alter. Mein Herz. Ist gerade voll erschrocken. Im letzten Rennen habe ich mich beschwert, dass keine Polizei da ist. Wetten, die kümmern sich wieder nur um mich. Lokale Einheit 12 im Eck! 10 85 verstanden, komm jetzt rüber!
Position. Okay, 4. Ich hab genug von dem Kerl, Taktikwechsel. Was? Geh weg. Dings. So, wie weit ist es noch? Ist ein bisschen Schlagammer noch. Epische Musik hier im Hintergrund. Passt gerade voll. 10:45, ey. Mutter ist eine 10:45. Wow. Alter. Hammer geil. Alter, wo sind die anderen beiden? Mir fehlen zwei Positionen. Ah, vorne. Was ist das? Nee. Ja, noch 3,2 Kilometer. Und zwei Positionen offen. Und Polizisten am Arsch. Naja, ja, guck mal, ein LKW. Achtung, 473, da kommt noch ein Kursling zu euch. Okay, bringt ihn rein. Tempo reduzieren, Tempo reduzieren. What the fuck? Er wird Zeit, wir müssen fahren. Alle mithalten, kommt gleich. Haut an, Herr Schreck, Herr Schreck! Aber die anderen sind da reingefahren. Boah. Ich hab gerade richtig Gänsehaut, ey. Es ist richtig geil gerade. Komm. Dramatische. 100 Meter und... Alter, der sagt mich echt noch ausgebremst, der Arschloch. Meine Position bis nach Las Vegas. Das riecht nach... nach einem Duell. Du kannst in Polizeiverfolgung zusätzlich XP sammeln. XP-Bonus für Cop-Takedowns, Polizeistraßensperren ausweichen, Polizeistraßensperren rammen. Geil. Ja gut, Leute. Dann machen wir hier mal einen kurzen Cut. Ich bin dann gleich wieder da. Beziehungsweise es geht gleich weiter. Mal sehen, wie viel ich halt aufnehme, nicht, dass ich halt das Spiel durchspiele. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann weiter mit dabei. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und bis gleich, euer Steve.